Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, selbstverständlich auch hochverehrte Andersgeschlechtliche, vergesse ich nie. Man weiß ja nie, als was man sich gerade fühlt, so ist das, weil Sie wissen, Geschlecht ist soziales Konstrukt in den Augen unserer Gegner und deswegen begrüße ich immer alle mit. Werte Medienvertreter und für den Fall, dass solche anwesend sind, auch herzlich willkommen, liebe V-Leute. Man weiß nie, ob die da sind. Die passen auf uns auf. Mich freut es zunächst einmal, dass ich hier heute sprechen kann und es macht Spaß. Ich höre eigentlich lieber zu, als dass ich rede, weil beim Zuhören kann ich lernen. Hier lerne ich zum Beispiel von Kandidaten für den kommunalen Bereich, was man alles auf die Beine stellen kann. Und Jan Bollinger hat erzählt, was er im Landtag gemacht hat. Ich kenne diese Erfahrung übrigens, wie die Gegner die eigenen Anträge übernehmen. Ich habe das ja in Stuttgart selbst gemacht. Das Spiel ist überall das Gleiche. Wir machen kluge Anträge, die anderen schrauben ein bisschen dran rum und verkaufen es als ihre. Das ist eine Geschichte, die man auch wirklich den Menschen erzählen muss. Das glauben die meisten Menschen ja gar nicht. Also, ich bin froh und glücklich, hier zu sein. Und ich bin derzeit, wie Sie sich vorstellen können, eigentlich jeden Abend woanders. Und es ist überall voll, es ist volle Hütte. Ich kriege dann auch ständig Nachrichten, was bei den anderen so los ist. Alice Weidel ist gerade in Philippsburg. In Baden-Württemberg auch da volle Hütte. Wo wir sind, haben wir die Hütten voll. Gehen Sie mal zur Veranstaltung der SPD. Da haben Sie mehr freie Plätze, um das höflich auszudrücken. Aber das ist eher so die Kategorie Geriatrie-Club. Ja, vielleicht sollte man damit beginnen zu sagen, wenn ich sage, ich bin froh, dass ich hier heute sprechen kann, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Sie haben es vermutlich mitbekommen, Frau Seidel hat es auch schon erwähnt. In Bremen mussten wir in dieser Woche alle unsere Veranstaltungen absagen, weil den Raumvermietern, das ist eine türkische Familie oder eine türkischstämmige Familie mit deutschem Pass, von Linksextremisten mit Mord gedroht wurde für den Fall, dass sie uns beherbergen in der Veranstaltung. Der linke Todestrieb, der sich in der Geschichte immer wieder Bahn brach, macht auch im Deutschland des 21. Jahrhunderts nicht Halt. Der Gesinnungsterror hierzulande nimmt immer üblere Formen an. Linksextremisten werden von Tag zu Tag immer, höflich ausgedrückt, frecher. Von den etablierten Linksparteien wird diese linke Gefahr aber ständig bagatellisiert. Es sind ja schließlich nicht deren Schädel, die eingeschlagen. Wir denken da an Frank Magnitz, der ordentlich einen abgekriegt hat, nicht deren Autos, die angezündet, so zum Beispiel das Auto von Claudia Junge und viele andere Autos mehr, und nicht deren Raumvermieter, die mit Morddrohungen bedacht werden, sondern es sind unsere. Das muss diese, in Anführungsstrichen, Haltung, das muss dieses Farbe bekennen von denen da draußen, das muss dieser Mut von denen da draußen sein, den sich unsere linken Kulturhegemönchen so gerne ans Revers heften, weil sie sonst nichts können und sonst nichts haben, außer Komplexe, meine Damen und Herren. Und ich bin schon gespannt, ob unser dauerempörter Georg Restle, den werden einige kennen, der moderiert in der ARD-Monitor von der ARD, das in einem seiner nächsten Tagesthemenkommentare denn auch mal aufgreift, dass wir keine Versammlungsräume mehr bekommen, weil die Wirtsleute mit Mord bedroht werden. Und ich fürchte, das wird er nicht tun. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Leute sich sogar eher freuen, wenn wir von mutigen Linksextremisten gewaltsam angegriffen werden. Da sind wir mittlerweile. Wer keine Argumente hat, der greift zur Gewalt oder er duldet dieses stillschweigend. Und es verwundert nicht, dass Ska Keller, das ist die Spitzenkandidatin der Grünen, viele werden die nicht kennen, muss man auch nicht zwingend kennen, mit Antifa-Flagge im EU-Parlament posierte. Also mit der Flagge der Antifa geht die im EU-Parlament rum. Was für eine Schande. Das ist eigentlich unglaublich. Wir als AfD fordern von der Politik, nehmt endlich diese Linksterroristen ernst, garantiert endlich offenen demokratischen Diskurs und zeigt klare Kante gegen diesen Linksextremismus. Das wird wohl nicht zu viel verlangt sein. Ich sage das in dieser Deutlichkeit, weil ich es beschämend finde, dass ein
fast schon dröhnendes Schweigen von der Linken kommt zu diesen Vorgängen. Ich frage mich dann für einen Moment, was würden wir eigentlich tun, auch was würde ich persönlich tun, wenn Veranstaltungen der Grünen, mit denen ich nun wirklich nichts, aber auch gar nichts gemein habe, deren Positionen ich eigentlich in toto für falsch, absurd und nicht umsetzenswürdig befinde, wenn Veranstaltungen der Grünen bedroht würden, wenn die keine Veranstaltungen mehr abhalten dürften, dann würde ich dafür sorgen, dass wir von der AfD, und da würden viele mitmachen, sich dafür einsetzen, dass die Grünen selbstverständlich Veranstaltungsräume kriegen, um was auch immer dort zu vertreten, weil das sind elementare Grundregeln einer parlamentarischen Demokratie, wie wir sie haben, dass wir das Recht auf Meinungsfreiheit allen zugestehen. Stattdessen ziehen ebenso Grüne es vor, mit einer Antifa-Flagge im Europäischen Parlament rumzustiefeln. Und Antifa sind exakt die, die uns gewaltsam attackieren. Das ist das, was da geschieht. Darüber wird nicht groß berichtet. Aber ich kann das belegen, diese Bilder existieren. Ja, das sind so die Schattenseiten des Wahlkampfs. Aber lassen Sie mich sagen, das klingt ja alles betrüblich, womit ich hier anfange. Es geht durchaus auch erfreulich zu. Also Wahlkampf ist so eine Zeit, die mache ich immer ganz gerne, weil man dann sehr, sehr viele Bürgerkontakte hat. Ich mag das, wenn man in diesem parlamentarischen Mikrokosmos da ist, und das ist in Brüssel sehr, sehr ausgeprägt, ist man ziemlich weit weg von Menschen. Und es ist so, dass der Wahlkampf ein wohltuender Gegenpol dazu ist. Das hat mir bis jetzt richtig Spaß gemacht und ich mache das eigentlich jeden Tag und jeden Abend gerne. Zahlreiche Pressetermine, zahlreiche Wahlkampfveranstaltungen, zahlreiche Podiumsdiskussionen, die habe ich besonders gern. Ich habe immer gern diese Duelle mit anderen Spitzenkandidaten. Das macht mir oft Freude. Und ich habe nicht immer den Eindruck, dass das den anderen auch so viel Freude macht. Aber das ist deren Sache. Ich hatte verschiedentlich Begegnungen jetzt mit Nicola Beer von der FDP, mit Katharina Barley von der SPD, mit Herrn Giegold von Grünen und so weiter. Lief alles sehr gut. Und es ist auch ein wirklicher veritabler Diskurs, so wie er sein soll, alles prima. Aber einen habe ich bis jetzt in all diesen Diskussionen und Auseinandersetzungen vermisst. Den habe ich nicht gesehen. Und zwar den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber. Wo ich auch bin, der ist nicht da. Für den Fall, dass Sie den nicht kennen, nicht so schlimm, dann gehören Sie zu den 3/4 der Bevölkerung, die mit diesem Namen sowieso nicht ganz zu Unrecht nichts anzufangen wissen. Wir sind ja deutsche Patrioten. Und mit Deutschland weiß besagter Manfred Weber, über den ich jetzt ein wenig sprechen möchte, weil er sich anschickt, noch wichtigere Positionen in Brüssel bekleiden zu wollen, mit Deutschland weiß Manfred Weber eh nicht viel anzufangen. Insofern muss man den noch nicht kennen. Er wies unlängst selbst darauf hin, dass er sich zuerst als Europäer sehe, und erst dann als Deutscher und Bayer. Und ich sage Ihnen, Weber ist weder ein guter Europäer, noch ein guter Deutscher, geschweige denn ein guter Bayer. Weber ist ein guter, geradezu exzellenter Karrierist mit schlechten Absichten. Nicht mehr und nicht weniger. Der Mann hat ein Ziel. Er möchte partout EU-Kommissionspräsident werden. Ist ja auch hinlänglich bekannt, dass er das möchte. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht. Er hat überhaupt kein Problem damit, die Energieversorgungssicherheit Deutschlands und Europas aufs Spiel zu setzen, indem er zum Beispiel kundtut, wie er das jetzt insbesondere in osteuropäischen Medien getan hat, dass er mit allen Mitteln das Nord Stream 2-Projekt, also das Erdgas-Pipeline-Projekt durch die Ostsee vom russischen Boden nach Deutschland hinein, verhindern möchte. Und für den Fall, dass er Kommissionspräsident wird, er dafür Sorge tragen wird, dass das nicht realisiert wird. Das muss man sich mal überlegen, was das heißt. Da haben wir eine Bundesregierung unter Angela Merkel, immer noch, die im Laufe dieses nun zu Ende gehenden Jahrzehnts eine Energiewende inszeniert hat, die unsere Versorgungssicherheit an Haupt und Gliedern gefährdet. Durch eine völlig absurde Politik der Umstellung in Turbogeschwindigkeit auf regenerative Energien, auch da, wo sie überhaupt nicht hingehören, unter gleichzeitiger Aufgabe von Atomenergie und Kohleverstromung.
Die wollen, Deutschland ist das einzige Land weltweit, das parallel aus beidem aussteigen will. Und unsere Versorgungssicherheit ist in größter Gefahr. Ich war heute Morgen in meiner Heimatstadt, im Badischen, in einer Telefonkonferenz der Landesvorsitzenden und des Bundesvorstandes. Die findet turnusmäßig freitags morgens statt. Ländertelco nennt sich das. Und ich redete gerade übrigens mit Uwe Junge in dieser Konferenz. Da macht es Patsch und dann war ich raus aus der Telco. Warum war ich raus? Nun, wir hatten einen Stromausfall bei uns in Aachen und dann gab es eben mal für grob eine Stunde keinen Strom. Ich habe mich dann über mein Handy wieder eingewählt. Passiert häufiger mittlerweile und ich garantiere Ihnen das, ich kenne das aus anderen Ländern, in denen ich viel rumgekommen bin, das werden wir noch viel häufiger bekommen mit dieser komplett verkorksten Energiewende. So, und jetzt geht es darum, hier Erdgas reinzubringen, das ist eine günstige, auf Jahrzehnte nutzbare, bezahlbare Energie, die uns absolute Versorgungssicherheit liefert. Und da geht Weber hin und macht Werbung dafür, das nicht zu realisieren. Warum tut er das? Die CDU selbst, der CDU-Sprecher des Wirtschaftspolitischen Ausschusses im Bundestag, sagt über Weber, denn er weiß nicht, was er tut. Die eigene Partei. Ich glaube, dass besagter Herr Pfeiffer, der das gesagt hat, da irrt. Der Weber weiß, was er tut. Der weiß nämlich genau, warum er das tut. Und ich erkläre es Ihnen. Um Kommissionspräsident zu werden, braucht er die Stimmen der Osteuropäer im Europaparlament. Und die Polen und die Balten und einige andere, die halten von Nord Stream 2 sehr, sehr wenig, denn die können daran nichts verdienen. Die haben da keine Durchleitungsrechte, das geht ja direkt durch die Ostsee. Sie sind sowieso nicht überaus russlandfreundlich und die Energieversorgung im Westen Europas ist ihnen nicht so wichtig. Insofern sind sie dagegen. Und genau dort sagt Weber, mit mir Nord Stream 2 nicht. Der Hintergrund, er kauft sich damit deren Stimmen. Nicht mit Geld, das ist keine Korruption, er macht die sich gewogen. Kann man Stimmen kaufen nennen oder nicht. Das heißt, er schleimt sich devot bei Gegnern dieses Projektes ein, um deren Stimmen zu bekommen. Und da sage ich, würdeloser geht es nicht. Webers Politik dient weder dem Interesse Deutschlands, noch dient sie dem Interesse Europas. Sie dient einzig und allein seinem eigenen Interesse, Kommissionspräsident zu werden. Und dazu sage ich in aller Deutlichkeit, wer persönliches Machtstreben vor Versorgungssicherheit des Volkes stellt, der hat in der Funktion des Kommissionspräsidenten nichts, aber auch gar nichts verloren. Und wir sind die, das garantiere ich Ihnen, die im neuen Parlament verhindern werden, dass Manfred Weber Kommissionspräsident wird. Und das werden wir schaffen. Seine eigene Fraktion fällt ja schon von ihm ab. Herr Orban hat schon gesagt, seine Unterstützung hat er nicht. Aber Orban ist auch einer der Klügeren in dieser Fraktion. Und deswegen wird er sie über früh oder lang verlassen. Heute haben auch die Slowenen gesagt, sie würden Weber auch nicht unterstützen. Da ist Bewegung drin. Das ist Manfred Weber. Und der teilt dann mit, hat er neulich hier in einem deutschen Interview gesagt, mit uns, und er bezeichnet uns als rechte Dumpfbacken, urteilen Sie selbst, ob Sie da drei Dumpfbacken gerade gehört haben. Ich würde das ganz anders beurteilen. Ja? Mit uns rechten Dumpfbacken wolle er auf keinen Fall zusammenarbeiten. Das lehne er rundheraus ab. Und da frage ich mich schon, wie der gute Manfred Weber auf die Idee kommt, dass wir eine Zusammenarbeit mit ihm auch nur ansatzweise in Erwägung ziehen würden. Das werden wir nämlich ganz gewiss nicht tun. Aber es geht ja um den Posten des Kommissionspräsidenten und der scheint traditionell einer gewissen Negativauslese unterworfen zu sein. Denken Sie nur an den derzeitigen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, dessen Politik Manfred Weber immer vorbehaltlos unterstützt hat, sei es in Richtung immer weiterer Vergemeinschaftung der Politik in der EU, sei es immer weiterer Entmachtung der Nationalstaaten, es geht damit einher. Und um etwas genauer zu beleuchten, was da getan und wie da vorgegangen wird, illustriere ich genau das gerne an einem wörtlichen Zitat von Juncker, das viele kennen, das ist auch schon 20 Jahre alt, man stelle sich das vor, aber der Mann ist ja, wie man so sagt, politisches Urgestein der Europäischen Union. Und der hat über die Arbeitsweise in der EU und speziell in Kommission und Parlament mal Folgendes gesagt, in einem Anflug nüchterner und schamloser Ehrlichkeit. Er sagte, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert.
Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Zitat Ende. Wörtliches Zitat, Wort für Wort. Das ist exakt das, wie die Politik, die ganze Politik der heutigen EU funktioniert, hin zu dem kaum je offen eingeräumten Endziel der Auflösung der Nationen und der Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa als Ersatz der bisherigen Nationalstaaten. Darauf arbeiten die da alle hin, mehr oder minder offen. Und da die Menschen, fragen Sie sich das mal selbst, was haben Sie zuletzt an EU-Entscheidungen bewusst mitbekommen? Wie viele Entscheidungen wüssten Sie aus den letzten 2 Jahren, die Sie aus Brüssel erlebt haben, genauer zu beschreiben? Dann werden Sie, wenn Sie ehrlich zu sich selbst sind, und das ist kein Vorwurf an Sie, sondern es ist wirklich weit weg und es sind verschiedene Sprachen und es ist sehr unübersichtlich, das Institutionengefüge ist unübersichtlich. Die Menschen bekommen es nicht mit. Die warten ab, ob es Widerstand gibt und wenn nicht, geht es weiter. Genau so läuft die Nummer. Und es geht prima, weil die Menschen es gar nicht mitbekommen. Und mich erinnert dieses Zitat Junckers, lassen Sie mich das sagen, an ein anderes Zitat des ehemaligen Staatsratsvorsitzenden Ulbricht aus der DDR. Ja, das wird sowieso immer ähnlicher. Der hat einmal gesagt, auch das ein wörtliches Zitat, es muss alles demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Das ist ziemlich ähnlich, sagen Sie selbst. Und meine Damen und Herren, das hat mit Demokratie nicht mehr allzu viel zu tun. Da ist viel Demokratiesimulation drin. Und das ist genau das, was wir uns nicht länger gefallen lassen dürfen. Dazu muss man aber wach werden, dazu muss man hinschauen, dazu muss man Teilhabe einfordern, dazu muss man sagen, wir sprechen da jetzt ein Wörtchen mit. Und wir, die AfD, als Vertreter der direkten Demokratie, das ist eine Kernforderung meiner Partei, sind die, die genau das einfordern. Wir wollen bürgerschaftliche Teilhabe an den politischen Entscheidungen. Nichts könnte ferner sein der bürgerlichen Teilhabe als das, was in Brüssel entschieden wird. Das ist das Problem. Und das schafft Möglichkeiten. Etwas weniger bekannt als Juncker ist Franz Timmermans, der für die europäischen, ich sage mal Spezialdemokraten, gemeint sind die Sozialdemokraten, als Spitzenkandidat ins Rennen geht. Können Sie im Fernsehen sehen, war neulich schon die erste Sendung, da sind die Spitzenkandidaten gegeneinander, Timmermans, der Sozialdemokrat, gegen Weber, den Christdemokraten. Das sind ziemlich beste Freunde. Seien Sie sich sicher, die Unterschiede sind marginal und wenn die sich mal streiten, dann um Pöstchen und umsonst nichts, sie wollen beide gerne Kommissionspräsident werden. Ansonsten ist da in den Positionen kaum je ein Unterschied. Dieser Timmermans ist ein wichtiger Mann. Auf den hören in Brüssel sehr, sehr viele. Das ist auch ein kluger Kopf, der da sehr stark den Ton angibt. Das hat auch damit zu tun, er ist erster stellvertretender Kommissionspräsident und der eigentliche Kommissionspräsident ist zuweilen unpässlich. Und deswegen hat da Timmermans eben viel zu sagen. Was kommt dabei raus? Der sagt völlig offen, wohin die gemeinsame Reise geht. Timmermans fordert unverblümt die Vereinigten Staaten von Europa. Der sagt das ganz klar. Immerhin, die Ehrlichkeit adelt ihn. Die heutigen Konservativen, das sind wahrscheinlich so Menschen wie Sie oder jedenfalls ich, denn ich bin dezidiert konservativ, berufen sich laut Timmermans auf eine, ich zitiere, Vergangenheit, die nie existiert hat und können deshalb nicht die Zukunft diktieren. Und eine europäische Kultur und ein europäisches Erbe sind für Timmermans nichts als, nochmal Zitat, soziale Konstrukte. Soziale Konstrukte. Europäische Kultur und europäisches Erbe als soziale Konstrukte. Das ist das, was Timmermans vertritt. Leute wie Timmermans fordern komplett offene Grenzen und eine totale Auflösung der Nationalstaaten zugunsten einer globalen Multikulturalität. Denn zu verteidigen gibt es in seiner kruden Weltsicht weder eine europäische Kultur, Sie haben es gerade gehört, noch ein kulturelles Erbe. Für Timmermans sind monokulturelle Staaten zugunsten der Durchsetzung der multikulturellen Vielfalt aller Staaten der Welt, ich zitiere, auszuradieren. Er hat das auf Englisch gesagt, to erase, das können Sie mit ausradieren oder auslöschen umschreiben. Nicht mehr und nicht weniger als das. Auszuradieren. Stellen Sie sich für einen Moment vor, einer von uns von der AfD ginge hin
Und wir sagen, wir wollten etwas ausradieren. Also wir wollten zum Beispiel Multikulturalität ausradieren. Was dann hier los wäre? Das gäbe Sondersendungen im Fernsehen, das gäbe Rücktrittsforderungen ohne Ende. Es wäre Skandal, Skandal, Skandal. Fordert aber übrigens auch niemand von uns. Ein solches Wort ging uns schlicht nicht über die Lippen. Was bei einem EU-Zentralisten und Sozialisten wie Timmermans anders ist, der darf das. Und keiner riecht sich auf. Meine Damen und Herren, so zu sprechen, das ist die Sprache der Unmenschlichkeit der sozialistischen Ideologie, die sich da Bahn bricht. Machen Sie sich bitte bewusst, was das heißen soll für uns, für unsere Kinder, für unsere Enkel. Es sind die heutigen Eliten in Brüssel, die uns weitgehend unbemerkt und gegen unseren Willen auf eine Reise schicken, auf die wir gar nicht gehen wollen. Und Timmermans ist dann nicht allein in Brüssel. Wissen Sie, wenn da jetzt ein Exot wäre, ließe ich den unerwähnt. Aber der ist einer der zentralen Akteure. Der hat die komplette Kommission hinter sich. Komplett. Und er hat des Weiteren weiteste Teile des Europäischen Parlaments hinter sich. Nämlich alle, bis auf den Block, in dem ich sitze, der noch relativ klein ist und der nach der Wahl Gott sei Dank sehr viel größer sein wird. Die Kommunisten und Sozialisten stehen hinter Timmermans sowieso, die Sozialdemokraten und die vorgeblich Grünen, ja selbst die vorgeblich Liberalen und die sich nur scheinbar all dem widersetzen, Christdemokraten der EVP-Fraktion, die gehen alle in diese Richtung. Und ich möchte nicht den geringsten Zweifel daran lassen, was wir da vorhaben. Leute wie Juncker und schlimmer noch Timmermans und wie sie alle heißen, um es klar zu sagen, die wollen wir aus ihren Positionen vertreiben, denn die haben da nichts, aber auch gar nichts verloren, meine Damen und Herren. Deren ganze weltfremde Multikulti-Agenda, ihren ganzen Verrat an dem, was Europa eigentlich ausmacht, dessen kulturelles Erbe die nicht mal zu erkennen vermögen, die können die von mir aus nächtelang in ihren linksradikalen Zirkeln durchphilosophieren. Ist mir egal. Unter Einnahme von welchen Substanzen auch immer. Ist mir völlig egal. Können die gerne machen. Aber sie sollen uns, freie Bürger Deutschlands und Europas, mit ihren ideologischen Hirngespinsten in Ruhe lassen. Die wollen wir nicht. An kranken Ideologien mit Millionen Toten hatten wir im 20. Jahrhundert, weiß Gott, schon genug. Das braucht keine Neuauflage unter EU-Flagge. Definitiv nicht. Wir wenden uns entschieden gegen den roten Totalitarismus. Wir wenden uns ebenso entschieden gegen den braunen Totalitarismus und wir wenden uns entschieden gegen den neu aufkommenden bunten Totalitarismus. Wir wollen eine ideologiefreie Politik an den Interessen der Bürger orientiert und nicht diese weltfremden Ideologien. Das ist alles Vergangenheit, das wollen wir nicht mehr. Die Europäische Union, lassen Sie mich das sagen, das war mal eine gute Idee. Und diese Idee ist sie das heute noch. Freie Märkte, wirtschaftlicher Austausch, Zusammenarbeit überall dort, wo es notwendig ist. So war das mal gedacht. Heutzutage dagegen erscheint das Europäische Parlament eher als ein Stuhlkreis der Vollzeitverstrahlten. Das ist ein derbes Wort, ich weiß das wohl. Aber ich finde das eigentlich ganz passend. Also ich kenne so Stuhlkreise aus dem Kindergarten, das ist auch ein bisschen sonderbar. Und die sind mir aber zu Teilen noch rationaler als das, was ich da so als Stuhlkreis im Europäischen Parlament erlebe. Ein paar Beispiele. Als ich in Straßburg das erste Mal überhaupt einer parlamentarischen Debatte beiwohnte, da klagte im völlig leeren Plenum eine grüne Abgeordnete aus Schweden darüber, dass der Klimawandel nicht geschlechtergerecht und genderneutral sei. Denn der Klimawandel, dieser böse Chauvi, der treffe Frauen stärker als Männer. Und da sei verdammt nochmal nicht gendergerecht. Und das, ich sag ja, Stuhlkreis für Vollzeitverstrahlte. Ich habe gedacht, das ist eine Satiresendung hier. Irgendwo Heute-Show oder versteckte Kamera oder sowas. Ich habe auch laut gepustet. Ich habe gedacht, wie kann man denn so einen an der Waffel haben? Das ist doch jetzt nicht ernst gemeint. Die meinte das aber ganz ernst. Und jetzt waren da noch ein paar weitere Redner im Parlament. Im Schnitt hat man da so in dem Plenum von 750 Leuten, wenn da Debatte ist, sogenannte Debatte,
20 bis maximal 30 Leute sitzen. Da kamen also noch ein paar Redner. Und ich dachte so, die machen die jetzt aber mal richtig rund. Das Gegenteil geschah. Die erzählten alle, da hätte sie aber auch recht und das sei empörend und das sei ja ganz grausam. Und wie der Klimawandel jetzt so schrecklich ungerecht sein könnte, gerade Frauen, und das ginge doch gar nicht und überhaupt. Und ja, genau, das habe ich auch gefragt, was rauchen die da? Das war so mein Gedanke. Das war eine Debatte, die ging zum Thema, ich habe da mal geguckt am Announcement Board, wozu reden die hier überhaupt. Die Debatte ging zum Thema Gender Equality and Climate Justice. Also Gendergleichheit und Klimagerechtigkeit. Ich habe bis zum Ende dieser Debatte dem mal beigewohnt, um ansatzweise zu verstehen, was gemeint sein könnte, um irgendeinen Zusammenhang zwischen beidem herzustellen. Und ich muss Ihnen sagen, es ist mir nicht gelungen. Ich habe aber gelernt, der Klimawandel, das ist ein echt übler Schovi und vor allen Dingen ein Frauenfeind. Immerhin, das wusste ich vorher nicht. Und wähnte mich, wie später noch oft, im falschen Film. Und immer wieder geschieht das da. Das war, wenn das jetzt ein singuläres Erlebnis gewesen wäre, ist es aber nicht. Sondern immer wieder wird dann mit diesem unglaublich, fast schon religiösen Pathos vorgetragen, wie ungerecht und vor allen Dingen nicht gendergerecht die ganze Welt doch sei und tralala. Und da sage ich, so ist das mit diesen Grünen. Die haben ihren Kopf offensichtlich nur, damit es zum Hals nicht reinregnet. Anders kann ich mir das nicht erklären. Glauben Sie, die machen da Sachen. In Brüssel heißen, ich bin da ja noch allein. Ja, noch 2 Wochen. Dann bin ich da nicht mehr, also als AfDler bin ich da allein. Ja, so Jörg allein in Brüssel, ist ganz nett. Und das ist super. Also Sie wissen ja, in Fraktionen gibt es manchmal auch Ärger. Ja, das kommt überall vor. Und in Landesgruppen auch. Bei uns in Brüssel nicht. Ich bin da ganz bei mir. Und da ich mit mir ganz gut zurechtkomme, ist das sehr friedlich da. Und wir stimmen immer einheitlich ab. Also wir, das war jetzt Pluralis Majestatis, sprich ich. Das wird sich ändern. Ja? Aber wir werden auch dann zusammenarbeiten. Vor allen Dingen können wir dann was erreichen, weil dann sind wir viele. Uns geht immer um Verordnungen, nie um Gesetze. Dabei ist es im Grunde genommen das Gleiche. Und man muss sich einmal anschauen. Ich meine, es sind Ihre Steuergelder, mit denen da gearbeitet wird. Das ist ein Bewusstsein, das in dieser Blase sehr stark fehlt. Was wird damit gemacht? Und ich habe mir für den Wahlkampf einfach so ein paar Beispiele rausgesucht. Was haben wir da für Verordnungen? Einige sind jüngeren Datums, andere älteren Datums. Da haben wir zum Beispiel die Schnullerkettenverordnung. Da wird geregelt, wie eine Schnullerkette zu beschaffen sein hat, damit sie binnenmarktkonform ist. Also, dass sie von Lissabon bis Litauen verkauft werden kann. Und dagegen spricht ja vielleicht nichts, damit die Babys ja keinen Schaden dran nehmen, sollte man das vielleicht sogar regulieren. Und dann kann man sagen, schreibt man 1-2 Seiten Text und dann hat man das, glaube ich, gut zusammengefasst. In Brüssel aber hat die Schnullerkettenverordnung 52 Seiten. 8 Kapitel mit zum Teil 40 Unterpunkten. Da wird alles Erforderliche zur Schnullerkette geregelt. Sehr gründlich sind die da. Und das ist genau das, was ich immer wieder bemängel. Die schießen immer und in allem, was sie tun, übers Ziel hinaus. Kennen Sie jemanden, der schon mal zum Unfallopfer einer Schnullerkette wurde? Ich nicht. Ja? Oder darauf hat mich noch Joachim Stabatti vor Jahren gebracht. Der hat in seinem letzten Wahlkampf erzählt, da gäbe es eine Pizza-Napoletana-Verordnung. Habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Und jetzt zum Wahlkampf habe ich das mal nachgeschlagen, ob es das wirklich gibt. Also wo geregelt ist und akribisch beschrieben wird, welcher Beschaffenheit eine Pizza-Napoletana zu sein hat und wie sie zubereitet werden muss. Was ist da? Sie müssen sich das vorstellen, da sind über 40.000 Kommissionsbeamte, die an diesen Verordnungstexten arbeiten, die damit beschäftigt sind. Über 40.000. Jeder Zehnte von denen verdient übrigens mehr als Angela Merkel. Was ich für gerechtfertigt halte, weil nicht einer von denen hat unserem Land je so geschadet wie Angela Merkel, das am Rande. Ja. Aber lassen Sie mich von diesen Petitessen zu wahrhaft Historischem zurückkommen, sprich zur Pizza-Napoletana-Verordnung, damit Sie wissen, was mit Ihrem Steuergeld geschieht. Ich zitiere daraus, und es ist ein längeres Zitat, es macht mir aber Spaß, daraus zu zitieren. Und deswegen mache ich das zurzeit in meinen Reden. Wenn Sie es schon mal irgendwo gehört haben, sehen Sie es mir nach.
Da steht also geschrieben in dieser Verordnung, wie das zu funktionieren hat mit der Pizza Napoletana. Ich zitiere aus der Mitte der Verordnung. Um den Durchmesser der Teigkugel zu vergrößern, lässt der Pizzabäcker den Teig bei der weiteren Bearbeitung zwischen den Händen kreisen, indem die rechte Hand in einer Schräghaltung von 45 bis 60 Grad zur Arbeitsfläche gehalten wird und auf ihrem Rücken die Teigscheibe abgelegt wird, die dank einer Synchronbewegung mit der linken Hand rotiert. Im Gegensatz dazu kann man mit anderen Bearbeitungsarten, insbesondere mit der Teigrolle oder dem Pizzaformer vom Typ mechanische Presse, nicht erreichen, dass die Luft der Bläschen in der Masse auf homogene Weise nach außen gedrückt wird, um eine in allen Bereichen einheitliche Teigscheibe herzustellen. Man erhält dann in der Mitte der Scheibe eine geschichtete Teigzone, die durch Luft im Zwischenraum geteilt ist. Daher hat die Pizza, wenn man mit diesen Mitteln arbeitet, nach dem Backen nicht den typisch wulstigen Rand, der eines der Hauptmerkmale der Pizza Napoletana ist. Zitat Ende. Sagen Sie selbst, das muss man wissen, oder? Das ist elementar. Und ich werd mich gleich mal vergewissern, als ich hier eben kam. Jan Bollinger hat mich darüber reingebracht, da ist ja der Italiener hier. Ich frage den mal, was der eigentlich ohne diese Verordnung machen würde und ob er auch dann eine Napoletana herstellen könnte. Wahrscheinlich ja eher nicht. Das heißt, ohne diese Verordnung gäbe es das alles nicht. Die Pizzabäcker würden völlig hilflos durch die Gegend rennen. Es bedarf dieser Verordnung, sonst gäbe es eine kulinarische Katastrophe. Die regulieren alles, sogar den Honig. Da ist der Pollen- und Wassergehalt im Honig reguliert. Und sogar, ich lerne dazu, und Sie wahrscheinlich auch, die elektrische Leitfähigkeit des Honigs. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es das gibt. Aber das gibt es. Bei Waldhonig zum Beispiel ist das ein Wert von 0,8 Mikrosiemens pro Zentimeter. Eine unverzichtbare Regulierung für jeden ambitionierten Honigschlürfer, sagen Sie selbst. Und ich denke, eine Erkenntnis, die Ihr ganzes weiteres Leben verändern wird. Aber meine Lieblingsverordnung, ich gebe das zu, mein persönlicher Favorit ist eindeutig die europäische Kondomrichtlinie. Die ist richtig gut. Da wird also festgelegt, wie muss so ein Kondom beschaffen sein, damit das innerhalb der EU benutzt werden darf. Ja, nun halten Sie sich fest. Meine Herren, es kommt bitter. 5 Liter Flüssigkeit müssen in einem binnenmarktkonformen Kondom Platz finden. 5 Liter, den möchte ich sehen. Ja. Mindestens 16 Zentimeter muss es lang sein. Ein Durchmesser von 4,4 Zentimetern und eine Wandstärke von 0,04 Millimetern haben. Ich sag's mal so, für die zu kurz gekommenen scheint mir das etwas überdimensioniert. Aber lassen wir es damit einbewenden haben. Und damit genug der zotigen Beispiele. Aber ich denke, das sind wirklich Erkenntnisse, die auch Ihr Wissen entscheidend erweitern können. Darum wollte ich Ihnen das nicht vorenthalten. Dann kann man sagen, normalerweise müsste es ja um den Zustand einer Gesellschaft gut bestellt sein, wenn die Geschlechtergerechtigkeit und Genderneutralität des Klimawandels die Größennormen für Kondome und Verordnungen zu Schnullerketten ernsthaft diskutiert werden. Denn eigentlich müsste das ein Indikator dafür sein, dass es offenbar keine wirklichen Probleme gibt. Naheliegend. Aber ist nicht so, sind wir mal ehrlich. Es ist ja doch ganz anders. In Wirklichkeit verhält es sich ganz anders. Gewaltige Probleme. Denken Sie an die Migrationsproblematik. Denken Sie an die illegale Migration in den Raum der Europäischen Union hinein, exemplarisch, und alle Weiterungen, die das mit sich bringt. Solche gewaltigen Probleme werden bagatellisiert, verschwiegen oder gar tabuisiert, während Belanglosigkeiten wie die gerade genannten zu Schicksalsfragen des Kontinents stilisiert werden. Diese degenerierende Dekadenz deimmunisiert unseren Kontinent vor wirklichen Gefahren, die ja da sind, und leistet sich auf der anderen Seite den Luxus, Probleme zu definieren, die gar keine sind. Das ist das Problem. Und das ist das, was ich schon an der Europäischen Union kritisiert habe, als ich noch Hochschullehrer war. Ich habe ja vorher 2 Jahrzehnte als Hochschullehrer gearbeitet und mich intensiv mit Europäischer Union befasst. Ich habe immer gesagt, die machen viel zu viel völlig Unsinniges, was kein Mensch braucht,
und in den wirklichen Aufgaben, da versagen sie. Und das ist bis zum heutigen Tage so. Das ist das Kernproblem. Und tatsächlich, man muss die Schraube noch ein bisschen mehr andrehen, ist es noch schlimmer. Erhebliche zusätzliche Probleme werden den Bürgern der Europäischen Union durch blinden Brüsseler Aktionismus überhaupt erst geschaffen. Das heißt, zu den Problemen, die ganz objektiv da sind, für die auch kein Politiker was kann, kommen zusätzliche Probleme hinzu, die es ohne die gar nicht gäbe. Ich denke hier, das ist der jüngste Beschluss, das sagt jetzt nicht allen im Saal etwas, das ist mir bewusst, aber ich will es dennoch erwähnen, weil es viele kennen. Ich denke hier an die Debatte über die Upload-Filter, die wir jetzt unlängst im Parlament geführt haben. Hier geht es um eine Beschränkung der Meinungsfreiheit im Internet, die ganz massiv ist, die verkauft wird als Urheberrechtsschutz. Man hat kein Mensch was gegen Urheberrechtsschutz, nur braucht man dazu, weiß Gott, nicht diese Upload-Filter. Und auch hier schießt die Europäische Union wieder völlig übers Ziel hinaus. Es wäre schon sinnvoll, wenn man sich für Urheberrechtsschutz einsetzt, aber nicht so. Diese Upload-Filter führen letztlich dazu, dass viele Inhalte im Internet letztlich auf eine nicht ferne Sicht gelöscht werden, nicht mehr verbreitet werden können. Und gleichzeitig haben wir eine Beschränkung der Wettbewerbsfähigkeit, und zwar massiv, weil diese Upload-Filter zu entwickeln und einzusetzen irrsinnig teuer ist und junge Unternehmen sich das gar nicht leisten können. Weswegen die Großen damit leben können, YouTube, Facebook und Konsorten können damit prima leben, aber junge Unternehmen, denen ist damit der Marktzugang verwehrt. Das ist das, was da geschieht. Deswegen haben viele hunderttausend überwiegend junge Menschen dagegen massiv demonstriert, eigentlich überall in der Europäischen Union, auch hier in Deutschland, hat nur dort im Parlament niemand interessiert. Die haben letztlich dann im Parlament zugestimmt. Die einzige Partei, die mit 100% mit Nein gestimmt hat, war die AfD. Das war nämlich ich. Ja. Also die einzige deutsche Partei. Da gab es in meinem Flügel, ich sitze ja rechts außen sozusagen, nicht. Da gab es noch mehr, die mit Nein gestimmt haben. Wo sind da die Webers und Konsorten? Die sind genau die, die da mit Ja gestimmt haben. Und damit erweisen sie den Menschen einen Bärendienst. Oder denken Sie an die komplett widersinnigen Grenzwerte für Dieselfahrzeuge, mit denen derzeit in Deutschland, wir kriegen das alle mit, ein ganzer hochentwickelter Industriezweig zerstört wird. Hunderttausende Arbeitsplätze und jede Menge Wohlstand wird das kosten. Eigentümer hochmoderner Dieselfahrzeuge, die, weiß Gott, umweltfreundlicher sind, als es je gewesen sind, werden quasi enteignet. Das Ganze ohne jeden Sinn und Verstand, und zwar sowohl ökonomisch als auch ökologisch. Wenn es wenigstens ökologisch sinnvoll wäre, aber nicht mal das ist es. Denn wenn Sie sich eine Ökobilanz mal anschauen, von der Gewinnung der Rohstoffe für die Fahrzeuge über die Produktion, den Betrieb bis zur Entsorgung am Ende der Produktlebensdauer, dann werden Sie feststellen, dass E-Autos weitaus umweltschädlicher sind, als moderne Dieselfahrzeuge das sind. Und deswegen ist es auch ökologisch Schwachsinn, das zu machen. Was meinen Sie denn, wo die ganzen Rohstoffe herkommen? Und fragen Sie mal, wie die gewonnen werden. Das scheint die Grünen aber herzlich wenig zu interessieren, was da im Kongo passiert. Und es scheint die Grünen auch nicht zu interessieren, dass die Entwicklung einer Batterie für einen Tesla, wie ich lesen muss, 17 Tonnen CO2 verschlingt, einer Batterie. Dafür können Sie einen Diesel lange betreiben. Und dass die Entsorgungsfrage völlig ungelöst ist bei diesen Batterien, weil da viele hochtoxische Substanzen drin sind. Interessiert alles nicht. Und es gibt Studien, die klar belegen, dass die E-Autos schädlicher sind als moderne Dieseltechnik. Interessiert schlicht nicht. Es geht ja auch nicht um Wissen, es geht nicht um Daten und Fakten, es geht um Glauben. Das ist das, was da gemacht wird. Und dafür werden gerne auch mal hunderttausende Arbeitsplätze an die Wand gefahren. Alles der heiligen Greta zuliebe. Damit die und ihre Jünger und Jüngerinnen freitags nicht mehr Schule schwänzen müssen. Greta, sonst käme ich ja auf die gar nicht, durfte also Greta Thunberg, Sie wissen, es geht um dieses 16-jährige Mädchen aus Schweden, durfte neulich sogar im EU-Parlament sprechen, weil sie so wichtig ist. Eine 16-jährige schwedische Schulschwänzerin. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich wende mich nicht gegen dieses Mädchen. Ich fände es auch schäbig, das zu tun.
die kann für meine Begriffe relativ wenig dafür. Wenn ein solcher Hype um ein fast noch Kind gemacht wird, dann steckt dahinter Methode. Dieses Kind oder diese Jugendliche ist instrumentalisiert und was man mit der macht, grenzt an politischen Kindesmissbrauch, meine Damen und Herren. Das ist was ich sehe. Ich frage mich auch, weil ich selber Kinder habe, wie steckt so ein Mädel das weg? Da ist die jetzt also im Europäischen Parlament zu Gast und sitzt oben auf der Besuchertribüne, können Sie sich so vorstellen wie hier, nur viel größer, viel futuristischer, gegenüber dem Parlamentspräsidenten. Alle Abgeordneten sind da, weil es geht zu den Abstimmungen, dann sind die Abgeordneten immer da, ich übrigens auch, ich mache da keine Ausnahme. Weil zu einer Abstimmung ist man da, erstens, weil es richtig ist, zweitens, das wäre ja noch nicht der Grund für viele, weil es kein Geld gibt, wenn man nicht da ist zu einer Abstimmung. Also sind sie dann immer alle da. Und Parlamentspräsident Tajani eröffnet also die Parlamentssitzung vor vollem Haus und begrüßt oben auf der Besuchertribüne Greta Thunberg. Woraufhin tosender Applaus aufbrandet und über die Kommunisten, über die Sozialisten, Grüne bis hin zur EVP-Fraktion alle aufstehen und Greta Thunberg Standing Ovations geben. Minutenlanger Applaus für diese Jugendliche, die da oben steht und dem Volk huldigt. Eine groteske, eine bizarre Situation. Sitzen geblieben und nicht applaudiert hat allein der kleine Block, in dem ich sitze. Ja, rechts der EVP. Alle anderen. Genau so war das. Das war jetzt unlängst im April, in der letzten Parlamentswoche. Und man fragt sich, verstehen Sie das jetzt mit diesem Stuhlkreis für Vollzeitverstrahlte, was ich eingangs sagte? Ich frage mich wirklich, was dieser ganze Hype soll. Ich frage mich, ob eine Gesellschaft kollektiv verrückt geworden ist. Greta ist übrigens am nächsten Tag weitergereist zum Papst. Da hat sie nämlich dem Papst eine Audienz in Rom gegeben. Ja? Also das alles ist ein Zeitkolorit, an dem man verzweifeln könnte. Greta Thunberg möchte, dass wir in Panik geraten, das sagt sie auch klipp und klar. Sie möchte, dass wir in Angst leben und viele, viele unterstützen sie darin. Zum Beispiel meine Konkurrentinnen jetzt in den Spitzenkandidaturen, ob das Frau Beer ist, die findet das prima, Frau Barley findet das ganz, ganz toll als Bundesjustizministerin, da findet sie Schulschwänzen super, ist ja auch klar als Justizministerin. Und man fragt sich, was da eigentlich los ist. Greta Thunberg schreibt mit ihrer Mutter ein Buch, da steht wörtlich drin, den Kindern gehört das Himmelreich, in das Fleischesser und Vielflieger nicht hineinkommen. Ah, das steht da. Dann weiß ich schon mal, ich habe keine Chance mit dem Himmel. Ich fliege viel und ich liebe es, Fleisch zu essen. Aber wenn man da nur auf Veganer trifft, bleibe ich da auch ganz gerne weg. Ist ja egal. So. Man tut sich schwer damit. Interessant finde ich, dass vor allem die Grünen und die eigentlich am langanhaltendsten Greta Thunberg applaudieren. Das wundert mich etwas. Sonst wird ja immer uns vorgeworfen von der AfD, wir sind die oder wir seien die, ich muss richtig ausdrücken, die hier Angst schürten. Wir sind die, die dem Volk Angst machen, wird gesagt. Die Grünen sind ja die Mutigen. Ja, die gute Laune, Leute. Die plakatieren aktuell folgenden Slogan: Eine mutige Gesellschaft lässt sich keine Angst machen. Wie geht denn das zusammen mit den Standing Ovations für Greta, die ja Angst machen will? Für eine Partei, die davon lebt, nichts anderes als Angst zu produzieren, und zwar irrationale Angst, ist das eine bemerkenswert selbstironische Erkenntnis. In den 70er Jahren, so lange ist das eigentlich schon her, prognostizierte diese Klientel, dass das Öl in 20 Jahren alle sein wird. Da gab es dann, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, autofreie Sonntage. Ganz lange her. Ja. War dann nicht so. War noch reichlich Öl da, ist auch jetzt noch reichlich da. Wir verbrauchen viel, viel mehr Öl. Trotzdem reicht das noch locker bis ans Ende des Jahrhunderts. Dann saurer Regen. Waldsterben. Ja, gucken Sie sich den Wald mal an. Da hat man uns in den 80ern erzählt, das waren auch die Grünen. Der Wald, der geht zugrunde. Der Wald, mein Freund, der Baum ist tot. Ja, ganz schrecklich. Es geht zu Ende mit dem Wald. Das hat man uns erzählt. Die Menschen haben das geglaubt. Dann FCKW, Ozonloch. Ja, wir verstrahlen alle, weil dieses Ozonloch und die Sonne, die macht uns alle nieder. Ja, das geht seit Jahrzehnten so. Ständig dieser Weltuntergangsfetischismus. Und jetzt haben sie eben die Klimahysterie entdeckt.
Nicht, dass es keinen Klimawandel gäbe. Wenn man sagt, wir sind die Klimaleugner, nicht? Kein Mensch leugnet, dass es Klimawandel gibt. Und es gibt berechtigte Überlegungen, in Frage zu stellen, ob der Mensch nicht auch seinen Anteil daran hat. Aber da wird jungen Menschen eingeredet, wenn wir hier nicht, und zwar wir in Deutschland, binnen 10 Jahren aus der Kohleverstromung komplett aussteigen, dann ist das Ende der Welt beschlossene Sache. Und die glauben das. Das kriegen die in Schulen erzählt. Ich kriege das von meinen Kindern erzählt, was die denen in Schulen erzählen. Gott sei Dank sind meine Kinder pfiffig genug. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Vater, der das korrigiert, diesen Wahnsinn nicht zu glauben. Ich sage denen immer, freut euch auf ein langes und gesundes Leben. Die Welt war noch nie so gesund wie heute. Also hier, an anderen Ecken der Welt sicherlich nicht. Die ökologische Situation hat sich eigentlich ständig verbessert. Und was da erzählt wird, ist pseudoreligiöser Unfug. Denn darum geht es im Kern. Die Grünen sind derzeit noch so erfolgreich, weil sie das tiefe religiöse Bedürfnis einer im Kern atheistisch gewordenen Gesellschaft befriedigen. Das ist wirklich pseudoreligiöser Unfug. Was soll das? Warum muss man Menschen so in Panik versetzen? Es gibt dafür keinen Grund. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt isoliert hier aussteigen und alle anderen machen weiter, was gewinnt die Welt damit? Gucken Sie sich das einfach mal im Weltmaßstab an. Wenn wir diese Problematik haben, die ich gar nicht komplett in Abrede stellen möchte, dann kann man das nur global lösen. Und dafür gibt es auch Instrumente, könnte ich lange darüber sprechen, weil ich mich damit lange beschäftigt habe, wird aber hier zu weit führen. Aber was die machen, das ist eine Art Ersatzreligion und das ist das Problem. Meine Damen und Herren, die Grünen sind so hohl, wenn man denen eine Taschenlampe ans Ohr hält, dann leuchten die Augen, wirklich. Interessante Vorstellung, besonders bei Anton Hofreiter. Nur für einen Moment. Und wenn man sich all diesen Unfug anschaut, dann verwundert auch Robert Habecks Vorstoß nach der Enteignung von Wohneigentum nicht. Komplett absurd. Und Nachwuchssozi Klein Kevin von der SPD, der stimmt dem natürlich zu und fordert gleich einen demokratischen Sozialismus. Auch so ein ideologisches Hirngespinst des 20. Jahrhunderts. Meine Damen und Herren, wer an den demokratischen Sozialismus glaubt, der glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Das ist ein solcher Unfug. Ja? Und dann relativiert Klein Kevin, dass der Sozialismus in der DDR, in der Sowjetunion, in Maos China, auf Kuba, in Nordkorea, in Kambodscha, in Venezuela und so weiter, dass der überall dort nur nicht richtig umgesetzt worden sei und man das mal richtig machen müsse. Am besten unter Klein Kevins Leitung. Ja, man mag sich gar nicht erst ausmalen, wie es dort aussähe, wenn man den richtig umgesetzt hätte. Das ist schon grotesk. Kevin Kühnert gilt als große und letzte Hoffnung der SPD. Also genau der Menschentyp, der wie kein anderer für die Entfremdung der einzigen Partei der Malocher von ihrer eigentlichen Klientel steht. Der Kerl hat nie richtig gearbeitet, kein linker Handwerksbursche. Der hat nichts fertig studiert, trotzdem ein flinker Mundwerksbursche. Ein Social-Media-Sozi, gestellt in Twitter-Gewittern. Sinnbild für den Niedergang der parteipolitisch organisierten Sozialdemokratie. Und schauen Sie sich an, wo die heute stehen. Und ich sage Ihnen, die arbeiten weiter daran und die schaffen das, natürlich unter unserer tätigen Mithilfe, auch noch unter die 5%-Hürde. Sie werden das schaffen. So wie die klassischen Parteien in anderen Ländern längst verschwunden sind. Schauen Sie nach Frankreich, da sind die alten Sozialisten genauso weg wie die alten Gaullisten. Schauen Sie nach Italien, dort sind alle ehemaligen Parteien untergegangen. 2 neue Parteien haben da die politische Führerschaft übernommen mit der Lega und Cinque Stelle. Schauen Sie nach Österreich, wir haben es überall. Nur hier noch nicht, aber es fängt an. Wir haben, wenn Sie sich das im Meinungsspektrum anschauen, das ist sehr, sehr interessant. Auf dem linken Lager, da haben wir die wie immer so auf einem gewissen Level dahin dümpelnde Partei der Linken für die komplett Sozialisten. Wir haben im Lager der Bürgerlichen die FDP, die immer gleichen Geschichten erzählen, von denen sie dann, wenn sie mal in politischer Verantwortung sind, das exakte Gegenteil tun. Nimmt auch keiner wirklich ernst. Und wir haben 2 Volksparteien gehabt, die sind beide in freien Fall. Die einen, die Linken, fallen schneller als die anderen, die Schwarzen.
Und die Linken, die werden jetzt, also die SPD, die wird ersetzt durch die Grünen. Das sind wie kommunizierende Röhren. Ne? Die Grünen sind die, im Grunde genommen der Resteverwerter des sozialpolitischen Kadavers. Ja? Und im bürgerlichen Lager sind wir noch nicht so weit. Die CDU fällt langsamer, aber dafür konstant, beharrlich. Und das markiert zugleich unseren Aufstieg. Der geht ein bisschen langsamer, als das im linken Lager sich vollzieht, aber er ist ja völlig unübersehbar. Und dafür stehen eben so Leute wie Kühnert. Ja, das ist völlig klar. Ich meine, auf der anderen Seite haben sie den Zwieback bei der CDU. Das ist im Grunde genommen wie so eine Art Kühnert für Segelschuhtragende. Das ist das Gleiche in Schwarz. Ja. Was die da machen, ist alles völlig, völlig gaga. Und was Kühnert und Co. machen, das ist primitiver Brachialsozialismus. Und wir sind hier diejenigen, die dem den Kampf ansagen. Denn die CDU, CSU tut das nicht. Gucken Sie sich mal an, mit wem die koalieren wollen. Die wollen mit Habeck, unserem Enteignungsfreund, koalieren. Was meinen Sie denn, was hier als nächstes passiert mit Bundesregierung? Da kriegen wir Schwarz-Grün, das wir in etlichen Bundesländern schon haben. Die machen ja mit denen gemeinsame Sache. Das heißt, wenn Sie hier noch sowas wie ökonomische Vernunft haben wollen, dann finden Sie die bei uns, denn bei der CDU, CSU ist die lange verloren gegangen. Aber zurück zur EU. Im Umgang mit den Osteuropäern, lassen Sie mich darauf noch kommen, offenbaren die Brüsseler Eliten dann ihre ganze Arroganz. Die Polen, Ungarn, Tschechen, Slowaken, die sollen dort an die Kandare genommen werden, das wird in Brüssel ständig gefordert. Und gegen Polen und Ungarn ein Artikel 7 Verfahren vom Parlament eingeleitet, das sieht den Stimmrechtsentzug im Rat vor, zu dem es nicht kommen wird, weil der Rat Einstimmigkeit hat, Gott sei Dank, und das also nicht zustande kommen wird. Nur weil die nicht gewillt sind, sogenannte Flüchtlinge aufzunehmen und die Grenzen so zu öffnen, wie Brüssel das möchte. Und uns trichtert man hier ein, Multikulti ist ganz toll. Willkommenskultur ist der beste Schutz vor Terroristen, souffliert uns die großweise Katrin Göring-Eckardt. Ein Name, ein Geständnis. Oder was die sogenannten Flüchtlinge uns bringen, ist wertvoller als Gold, hat uns der 100% Martin von der SPD vor einiger Zeit noch erzählt. Und ich frage mich dabei nur, wenn das wirklich alles so toll ist, wieso bestehen dann die Kartellparteien eigentlich darauf, die Migranten auf andere europäische Länder, vor allem jene aus dem Osten Europas, zu verteilen? Müsste man nicht vielmehr dankbar dafür sein, dass die Osteuropäer, vor allem die Ungarn, in ihrer unermesslichen Bescheidenheit und zu unseren Gunsten bereit sind, auf all die vielen Goldstücke zu verzichten und sie uns zu überlassen? Nur mal so eine Überlegung. Also offensichtlich wissen da noch einige, dass die Geschichte faul ist. Nicht? Und natürlich ist es völlig klar, die wissen ganz genau, dass die stattfindende Migration in nahezu jeder Hinsicht Schaden zufügt. Sie haben aber nicht den Mut, diesen Grundirrtum klipp und klar zu benennen und eiern irgendwie politisch rum, weil sie fürchten, ansonsten selber als Rechts- oder womöglich Nazi oder sonst irgendeinen Unfug stigmatisiert zu werden. Das ist Feigheit auf Kosten des eigenen Volkes, was da stattfindet. Und es ist das gute Recht, um das hier mal klar zu sagen, das gute Recht der Ungarn, der Polen, auch der Italiener und der Österreicher, dieses perfide Spiel nicht länger mitzumachen. Sie dürfen das. Uns von der Alternative für Deutschland schwebt ein Europa der Vaterländer vor, was die Ursprungsidee einmal war, der Gründer der heutigen Europäischen Union. Ich denke an Charles de Gaulle. In dem nationale, regionale und kulturelle Eigenheiten geachtet und verteidigt werden. Wenn Politiker wie Orban, wie Salvini oder Strache die nationalen Interessen ihrer Länder verteidigen, und das tun sie, sie tun das vehement, dann verdient das Lob und nicht Verachtung. Stattdessen wird aber seitens Brüssel eine solche Politik krampfhaft bekämpft. Und das schadet Europa. Die Europäische Union, lassen Sie mich das sagen, muss lernen, nationale Eigenheiten endlich zu respektieren und sich nicht anmaßen und arrogant darüber hinwegzusetzen. Wer das tut, zerstört Europa. Nur für einen Moment sei das Minitekel des Brexit erwähnt. Wir beschäftigen uns mit dem Chaos in Großbritannien und wie schrecklich das alles sei. Manfred Weber sagt, wir seien die Dexit-Partei, was wir überhaupt nicht sind, weil wir wollen die EU reformieren an Haupt und Gliedern, aber nicht abschaffen.
Und dann wird gesagt, die Briten, die haben sich gewaltig geirrt und diese Abstimmung war dumm und töricht und hast du nicht gesehen. Statt sich mal hinzusetzen und für einen Moment zu überlegen, warum eine, wenn auch knappe Mehrheit der Briten mit Leave gestimmt hat. Warum haben die für Leave gestimmt? Was sind die Ursachen? Die müssten mal Ursachenforschung betreiben. Dann würde ihnen ganz gruselig, dann würde ihnen nämlich klar, dass wenn sie so weitermachen mit der immer weiteren Vergemeinschaftung aller Politikbereiche, mit der Vergemeinschaftung der Haushalts-, der Finanz-, der Steuerpolitik, mit der Vergemeinschaftung der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, der Verteidigungspolitik, also einer immer weiteren Entwicklung hin zu den Vereinigten Staaten von Europa und einer immer stärkeren Entmündigung der Nationen und Völker, dass wenn sie so weitermachen, die Briten erst den Anfang markiert haben, dass dann noch viel mehr Länder aussteigen werden. Wenn sie in dieser Entwicklung weitermachen und dem nicht Einhalt geboten wird. Und wir sind die, die dem Einhalt geboten werden. Nennen wir in aller gebotenen Deutlichkeit die eigentlichen Zerstörer der europäischen Idee beim Namen. Es sind die, die immer vorgeben, die Vorzeige-Europäer zu sein. Die eigentlichen Zerstörer der europäischen Idee, die tragen Namen. Die heißen Juncker, Timmermans, Draghi, Macron, Schulz, Merkel, Weber und so weiter. Das sind diejenigen, die Europa die Wand tragen. Und es sind eben nicht die Italiener und ihr Matteo Salvini, nicht die Franzosen und ihre Marine Le Pen, nicht die Österreicher und ihr Heinz-Christian Strache, nicht die Ungarn und ihr Viktor Orban und es sind auch nicht wir Deutschen von der AfD, die Europa an die Wand fahren. Es sind die anderen, die das tun und denen rufen wir zu und in der Europawahl wird denen ein Stück weit klar werden, was da passiert. Denen rufen wir zu, eure Zeit ist abgelaufen, unsere ist die, die jetzt beginnt und die kommen wird. Wir wollen, ich sage bewusst wir, und damit meine ich nicht nur uns von der AfD, sondern auch die eben genannten, wir wollen gemeinsam eine politische Zeitenwende in Europa einleiten. Salvinis Lega, Straches FPÖ, unsere AfD und viele mehr. Mit einer starken, EU-kritischen, aber nicht ablehnenden Fraktion im EU-Parlament, die den so dringend nötigen Reformprozess der Europäischen Union endlich einleiten wird. Wir mögen da, darauf wird immer wieder hingewiesen, auch medial, das ist auch legitim, dass das geschieht. Wir mögen in den einzelnen Fragen unsere Differenzen haben. Italiener haben eine andere Auffassung zur Haushaltspolitik als wir Deutschen. Aber in der großen Idee, wohin die Reise gehen soll, in den großen historischen Fragen unserer Zeit, da sind wir alle beieinander. Und das ist das, was wichtig ist. Wir sind uns in diesen großen Dingen einig und wir werden uns von den Kleinen nicht von unserem Weg abbringen lassen. Es muss, und das gilt für alle diese Parteien, das ist jedem klar, was da geschehen muss, es muss Schluss sein mit dem nimmersatten EU-Sozialismus. Es muss Schluss sein mit dem Brüsseler Bürokratisierungswahn. Wir brauchen eine schlanke Europäische Union, die dort Kompetenzen abgibt, wo sie nichts verloren hat und die sich darauf beschränkt, wofür sie ursprünglich einmal geschaffen wurde. Auf freien Handel zwischen den europäischen Staaten. Der ist nämlich eine echte Errungenschaft. Ist den Menschen viel zu wenig bewusst. Ich werbe immer dafür. Ich bin Ökonom. Davon haben wir wirklich profitiert. Der Binnenmarkt ist ein gutes Projekt. Und er kann nur übrigens funktionieren auf der Basis von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit. Und damit wir das durchsetzen, müssen wir etwas Zweites tun. Und da sind wir hochdefizitär. Wir müssen unsere Außengrenzen schützen, und zwar vital schützen. Und ja, ich sage das in aller Deutlichkeit, auch wenn das ein heftiger Sprachgebrauch ist, ja, wir brauchen eine Festung Europa. Wir brauchen sie dringender denn je. Und wir müssen wegkommen von dieser ganzen multikulturalistischen Traumtänzerei, von der Hybris, mit dem Öffnen von Europas Toren der ganzen Welt helfen zu können. Das wird erzählt. Wir müssen denen allen helfen. Wir müssen der ganzen Welt helfen. Das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Und ich halte dem entgegen, das ist ein ganz einfacher Satz, den kann jeder verstehen. Man kann nicht der ganzen Welt helfen, indem man den eigenen Kontinent zugrunde richtet. So einfach ist das im Grunde. Lassen Sie uns also, und damit komme ich zum Ende, unseren Kontinent bewahren. Es ist ein großer Kontinent. Es ist für mich, ich sage das immer wieder, wenn ich was nicht hören kann, dann den Spruch, ich sei Anti-Europäer. Wie könnte man als Europäer gegen Europa sein?
bin nicht mal gegen die Europäische Union. Wir haben den schönsten, den vitalsten, den vielfältigsten, den kulturell anregendsten Kontinent weltweit. Reisen Sie mal in der Welt rum, es gibt viele schöne Orte, aber es ist nirgends schöner als in Europa. Und die schicken sich an, das kaputt zu machen. Und darum sage ich Ihnen als Konservativer, lassen Sie uns unseren Kontinent bewahren. Konservative wollen bewahren, was bewahrenswert ist. Das ist unsere Aufgabe. Europa hat es wahrlich verdient und darum bitte ich Sie, und damit komme ich wirklich zum Ende, wählen Sie zu diesem Zweck am 26. Mai die Alternative für Deutschland, für ein Europa der Vaterländer, für ein Europa freier, souveräner Nationalstaaten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus